Morgen, herzlich willkommen zum zweiten Versuch des Vloggens. Schön Kupfer gemacht. Hat sie? Ja, können wir gleich die Windel wechseln. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Uns geht super. Bernd hat mäßig geschlafen. Zeig mal, wie glücklich du bist. Ich habe ganz gut geschlafen. Auch wenn die Kleine ab und zu halt wach wurde. Zweimal, wie eigentlich jede Nacht zum Stillen. Die wird immer zweimal wach. Und dann habe ich einmal den Smurfy beobachtet heute Nacht. Der lag bei dir unter der Decke, aber das Schnäuzchen war raus. Du deckst dich immer zu wie ein Mensch, ne? Ja. Etty. Ich weiß, du willst gar nicht kuscheln, du willst nur auf den Tisch gucken. Geh runter. Ja. So, was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht mehr, wo war ich stehen geblieben? Genau, dass er schön zugedeckt war wie ein Mensch, der Smurfy. Und was guckst du mich so an, du Maus? Ja, die hat immer richtig schöne, wache Momente jetzt schon. Ich muss jetzt hier gleich erstmal aufräumen. Ihr seht, der Tisch ist noch sehr voll mit allem. Ein bisschen Haushalt machen. Wir erwarten nämlich Besuch am Nachmittag. Und ansonsten gehen wir vielleicht heute spazieren. Eltern, nicht Besuch, ja, das hört sich immer so an, ne? Wir erwarten Besuch. Aber ich muss ja nicht mich immer rechtfertigen. Das kann ich ja, aber weißt du, wie ich meine? Wenn, egal wen wir bekommen zu Besuch. Eigentlich. Egal, jedenfalls Bernds Eltern kommen zu Besuch, um die kleine Puppermaus zu besuchen und uns zu besuchen. Und deswegen wollte ich hier ein bisschen klar Schiff machen. Der Sauger läuft schon, der Roboter, aber ich muss nachher natürlich auch nochmal manuell drüber gehen. Und ihr dürft den Tag mit uns verbringen, vielleicht gehen wir auch ein bisschen spazieren. Es ist nämlich sehr schön, da könnt ihr es sehen, der Himmel, es wird gerade hell, wir haben kurz vor 8, ist schön blau. Es sind, glaube ich, immer noch minus 14 Grad oder 16 Grad und quetsche ich mich wieder in meine Leberwurstjacke. Und dann geht's ab. Übrigens ist heute die Maus 3 Wochen alt. 3 Wochen ist sie schon alt. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie die Zeit rennt. Wahnsinn, oder? Und ja, bezüglich Abhaltens. Ich habe ja immer gesagt, wir möchten die Kleine abhalten. Oder wir haben das immer gesagt. Das haben wir in diesen 3 Wochen einmal versucht. Also ich. Ich weiß nicht, wie oft Bernd das versucht hat. Ich habe es einmal versucht und sie hat nicht gemacht. Ja, und jetzt haben wir so rausgefunden, seit ein paar Tagen, meistens bevor sie macht, wird sie unruhig. Und gestern habe ich dann halt immer öfter daran gedacht, Mensch, eigentlich, sie zeigt uns ja was an, wir müssten sie dann abhalten. Ich habe ja auch sogar ein Töpfchen dafür hier. Was löst die Maus? Du willst rausgucken, ne? Warte. Ja, die möchte immer so rumgucken. Ja. Ja, sie mag das so über die Schulter und dann kann sie hinten alles sehen. Und wenn ich so euch angucke und sie kann nur die Wand sehen, dann ist das doof. Ja, ich habe alles da zum Abhalten. Aber ich möchte das gerne in Standardsituationen machen, hauptsächlich. Also zum Beispiel immer vor dem Stillen oder immer nach dem Stillen. Wenn ihr Tipps habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Und ich werde den gleich mal runterholen, dieses Asia-Töpfchen, was wir da haben. Oder was man halt zum Abhalten nehmen kann. Man kann aber auch einfach irgendeine Schüssel nehmen. Und dann versuche ich das einfach mal. Und wenn es nur eine Trefferquote von einmal am Tag hat, ist ja egal. Man muss halt nur dran denken. Aber man, ja, wenn man Routine bekommt, dann geht das bestimmt. Also das habe ich mir einfacher vorgestellt, in Anführungsstrichen. Ich weiß halt nicht, wo ich anfangen soll, ne? Das, obwohl es eigentlich total einfach ist. Einfach abhalten. Einfach machen, einfach anfangen. Ich mache das und ich halte euch auf dem Laufenden, wie es läuft, wie es geworden ist. Ach, und ich sehe gerade, schaut mal. Bernd war gestern Abend noch mit Calvino einkaufen. Und die haben mir die mitgebracht. Ist die nicht schön? Und Calvino hat sich auch eine mitgebracht, so eine gelbe mit Punkten. Die fand der so schön, die ist oben bei ihm im Zimmer. Wunderschöne Orchideen. So, ich habe jetzt noch einen Kuchen schnell reingeschmissen im Backofen für den Besuch. Dann kann der schon schön auskühlen, weil die kommen ja erst am Nachmittag. Und
Und jetzt ist halt noch früher Vormittag, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, 10 Uhr oder so haben wir. Waschmaschine läuft auch. Dann habe ich hier die Stoffwindeln gewaschen von der Maus. Gestern hat die ganz viele Windeln gesprengt. Meine Stilldinger, Baumwoll-Stilleinlagen. Wäsche habe ich gefalten. Dann muss ich unbedingt mal hier unsere Decken waschen vom Sofa. Das sind ja unsere tollen Kuschelzudecken, die wasche ich. Und die anderen wasche ich auch alle. Das wird heute alles frisch bezogen und abgesaugt. Aber alles nach und nach. Immer in den Stillpausen. Die Puppa ist wach. Na, du kleine Maus. Ja. Das ist übrigens dieses Asia-Töpfchen. Ich habe extra so einen Bezug dafür auch, oder mehrere zum Wechseln auch, dass man die, dass das nicht kalt ist, wenn man sie da drauf setzt oder dran legt. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten hinbekomme nachher. Erbsensuppe gibt es ja heute Abend, ne? Also, mal boah. Miki blendet. Was? Die Sonne blendet. Meine Brille wird dunkel. So. Jetzt gibt es Kuchen. Ich habe mich mal an russischen Zupfkuchen getan. Der ist noch warm, aber schmeckt sehr lecker. Schon. Bernd war den ganzen Tag unterwegs. Sachen erledigt, Termine gehabt und war einkaufen bei Aldi. Heute ist Donnerstag und da kamen die Angebote raus. Und dann hat er mitgebracht. Einmal diese beiden Isolierkannen. 350 Milliliter und 500 Milliliter. Da wollte ich nämlich abgekochtes Wasser reinmachen für die Maus, weil wir ja immer Waschlappen nehmen zum Saubermachen und nicht Feuchttücher. Da muss man nicht immer den Wasserhahn so lange laufen lassen. Habe ich gedacht. Aber wir brauchen auch ein Schüsselchen, ne? Wo wir das dann... Ja, wir nehmen, haben wir. Ja. Oder? Ja, haben wir. Oder die Deckel. Aber dann, ich packe das gleich mal aus und dann gucken wir, wie die Deckel sind. Und Bodies von den Peanuts. Peanuts, also der Snoopy ist ja ein Beagle. Und deswegen mussten wir die haben. Ja, für den Preis. 2,50 Euro hat einer gekostet. Ich habe jetzt auch keinen Toast geholt. Soll ich das leckere Brot zum Toasten? Ja, ich kann auch noch einen Toast backen. Ja, gerne. Ein richtiges Toast. Ja, so wie wir schon mal hatten. Ja, das mach ich. So. Das sind die. Die sind ja süß. Ach, die sind sogar hier mit. Cool. Die sind richtig schön. Und 500 Milliliter. Eine Spülbürste hat der Bernd auch mitgebracht. Die ist extra in so einem Ständer. Und schaut mal, was hier drauf steht. Die Maus. Die Maus? Nein. Bitte Kabelbinder vor Benutzung entfernen. Ich dachte, hä? Habe ich hier nicht verstanden. Ich dachte, das sind Kabelbinder, die der Bernd mitgebracht hat, weil der hat Kabelbinder mitgebracht. Nein, unten drunter. Ja. Und dann wollte ich sie rausziehen. Tada, da ist ein Kabelbinder. Ich bin halt eine Blitzbirne. Die Maus jetzt mal ins Tragetuch gepackt. Denn sonst komme ich hier zu gar nichts irgendwie. Ich habe jetzt ganz viel gestillt immer und dann ist sie eingeschlafen. Sollst du auch zu nichts kommen. Ja, aber liegen bleiben mit der die Wäsche muss ich wenigstens waschen. Bernd sagt das jetzt nur, weil er weiß, die Kamera ja, läuft. Mach's aus. Und dann will er wieder so schöne Kommentare schreibt hier immer. Der ja. Bernd ist der Beste. Die Kamera läuft, deswegen haue ich sie jetzt nicht. Bernd ist der Geilste, schreibt ihr immer. Braucht keiner schreiben, das weiß ich auch so. So, und jetzt müssen wir hier das auch abmachen. Und was wolltest du jetzt damit spülen mit dieser Spülbürste? Plastikteller. Plastikteller. Oder also hier die, ne? Ja, ich weiß, die vom Action. Ja. Wo ich erst wirklich überlegt habe, ob wir die kaufen sollen, weil man die ja nicht in die Spülmaschine packen kann. Ich kann euch jetzt nur einen dreckigen zeigen. Die. Und dann muss man die mal mit der Hand spülen. Aber die sind echt, die benutzen wir total gerne, ne? Mhm. Ja. Total.
Super, dafür haben wir jetzt eine Spülbürste. Yay! Die Maus ist jetzt, glaube ich, eingeschlafen. Die Maus. Die Maus, die schläft. Dann können wir jetzt hier den Kopf einpacken, dass der nicht so wackelt. Die Morla schläft. So, hier habe ich schon mal jetzt die kleine Kanne mit lauwarmem Wasser oder heißes Wasser, ist ja egal. Und dann abkühlen am Waschlappen. So. Hier. Achso, und die hat der Bernd auch noch mitgebracht. Weil wir haben ja immer einen Teller mit Alufolie für Wurst und so. Und jetzt haben wir halt Dosen. Da brauchen wir nicht mehr Alufolie benutzen. Du bist so umweltbewusst. Mhm. Noch die Käsemaukenspiele. So macht sie mal. Ja, ja, ja. Sie wartet auf ein Stück Kuchen. Und du auch, ne? Wartest du auch auf ein Stück Kuchen? Mhm. Noch kann man das machen, dann stinkt die noch nicht in der Füße, ne? Ich finde, manchmal riechen die schon so ein bisschen nach Käse, aber es riecht immer gut bei Kindern. Ja. Also bei den eigenen. Oh. Da, deine Pfoten riechen auch gut. Ja, die riechen nach Popcorn, sagt der Calvino immer, ne? Popcornpfoten ja, oder Reis, ja. Dafür, dass er ne, den ganzen Tag, wo der rumläuft, riechen die echt gut, seine Pfoten. Jetzt geht's los, Frauchen. Nein. Haben wir das gemacht? Hat der Papa Essen gemacht für die Mama? Ja? Und jetzt kann ich wieder Milch machen für dich, ne? Ja? So ein ganz starkes Köpfchen schon. Super. Hm? Du hast Hunger, ne? Ja? Ja. Bist du stark? Oh, bist du stark? Meine Güte. Runter. So, meine Lieben. Die Kleine ist eingeschlafen. Die ist so müde gewesen. Wir hatten ja Besuch und Calvino hat immer noch Besuch. Sein Freund ist hier. Und ja, die Kleine war halt total geschafft. Jetzt ist sie schön eingeschlafen. Wir sind jetzt noch mal eben ins Büro gegangen oben und ich chill hier auf dem Sofa und ich habe echt schon überlegt, ob ich mich einfach schon ins Bett legen soll, obwohl wir erst 20 Uhr haben oder so. Ich wurde gefragt, ob ich jetzt, wo ja am 1. März die Friseure aufmachen, ob ich jetzt auch zum Friseur gehe, weil ich hatte ja den Haarfärbeunfall vor der Geburt, falls ihr euch erinnert. Aber mittlerweile seht ihr ja, dass es jetzt das passiert, was ich mir gedacht habe. Der Ansatz ist halt ein bisschen zu sehen, also die Naturfarbe ist ein bisschen rausgewachsen und ja, ich habe mich daran gewöhnt, dass es so extrem hell ist und der Gelbstich, der fällt jetzt nicht mehr so enorm auf, weil es ein bisschen rausgewachsen ist und ich habe ja dieses Langhaar-Mädchen-Shampoo, dieses blaue Shampoo, was den Gelbstich rauszieht, regelmäßig verwendet und ich finde es jetzt gar nicht mehr so übel, ehrlich gesagt. Ich werde jetzt nicht mehr so stark blondieren, also den ganzen Ansatz werde ich nicht nachfärben. Ich werde halt ein paar Strähnchen reinmachen, aber ja, zum Friseur werde ich nicht gehen. Die Spitzen müsste ich vielleicht mal schneiden, aber das mache ich auch selber. So, ich schneide ja Männern die Haare und meine Haare schneide ich auch selber, dafür gehe ich nicht zum Friseur. Und was ich auch sagen wollte, das war ja halt ein Kommentar, den ich bekommen habe, wenn ich jetzt zum Friseur gehe. Smurfy! Und ich habe nicht darauf geantwortet, ich habe auf viele Kommentare nicht geantwortet in der letzten Zeit. Das ist einfach, ich schaffe das nicht zeitlich, da so drauf einzugehen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich lese die alle, also ich freue mich natürlich über jeden Kommentar und ich lese die halt alle, aber ich schaffe es halt nicht immer zu antworten. Es tut mir leid. Also mir ist es halt wichtiger,
euch ein Video zu drehen und zu schneiden und hochzuladen, als da jetzt auf alle Kommentare einzugehen. Und ja, ich freue mich aber natürlich trotzdem, wenn ihr mir schreibt und ja, mir von euch schreibt, wie es euch so geht. Ups, kommt da auch hier hin. Da muss immer dabei sein. Ja, also das wollte ich auch mal sagen. Nicht, dass ihr da wartet auf eine Antwort von mir und lange nichts gehört habt oder so. Also ich lese die alle, aber ich schaffe es halt nicht, da immer zu antworten. Gut, meine Lieben, ich würde den Vlog dann jetzt hier beenden. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.